Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Terror Way Unfolded. Ich weiß nicht, ob wir kurz vorm Ende stehen, aber es sieht so aus. Wir müssen jetzt hier einen Weg lang gehen, der sich uns aufmacht. Und der Kurier muss sein Paket abgeben. Okay. Boah, jetzt müssen wir hier so ein Labyrinth lang gehen, so wie es aussieht. Ja, das kann sich ja ziehen hier. Ja, das sind Konfetti alles. Oh, schick. Schick, schick. Das ist sehr, sehr schön hier gerade gemacht. Auch wenn das jetzt alles nur weiß ist, das ist komplett egal. Das ist einfach nur alles wunderbar dargestellt. Weil es alles komplett minimalistisch ist jetzt. Oh, jetzt müssen wir rollen. Und ich habe keine Ahnung, ob wir in die richtige Richtung gehen. Hier geht's weiter. Geht's hier weiter? Nein. Natürlich nicht. Geht's hier nicht weiter. So. Was ist das? Buntes Papier. Jo, komm rüber. Schöne Brücke. Eine schöne Brücke aus buntem Papier. Aha. Okay. Ach, weil das da natürlich ein Klebeblatt ist, wie es aussieht. Ja, läuft. Was ist das? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das muss da vielleicht kleben bleiben. Das sind doch so Post-its. Die müssen wahrscheinlich... Ja, genau! Geil, genau so. Ich hoffe, der eine reicht. Nicht, dass da jetzt zwei ran müssen. Nö. Super! Läuft! Oh, wird das gemein, wenn ich hier komplett den falschen Weg lang gehe. Der würde ich richtig kotzen. Oh, genauso wie ich kotze, wenn ich hier runterfall. Nö! Oh, Leute, komm. Ich stehe hier kurz am Ende. Da hätte man mich auch mal hier durchlassen können. Was ist das denn jetzt? Warum bleibe ich denn da nicht mehr kleben? So, jetzt wird's gerade... Wie bin ich denn da vorhin rübergekommen? So, so bin ich rübergekommen. Warum hat das jetzt 100-mal nicht geklappt? Ich muss doch hier weiter, ich muss das Paket abgeben. Das ist viel wichtiger. Okay. Ja. Hält. Ach, komm, hör auf, ey! Danke, dass ich nicht wieder komplett zurückgesetzt wurde. Blöden, engen Wege hier. Die nerven. So. Zack. Hier geht's wieder hoch. Hier geht's zur Seite. Das bedeutet... Sowas bedeutet in der Regel, ich sterbe gleich. Oh Gott. Das war aber mehr als Glück eben. Ich kann doch die Kamera nicht drehen. Das ist nervig.
Ist wahrscheinlich ein stilistisches Mittel, aber trotzdem. Oh, da hinten war das Loch im Himmel. Ja, natürlich sterbe ich. Weil sich diese blöde Kamera ständig mitdreht. Und dann ändert sich immer der Winkel, den ich gehen muss. Hä? Was ist das denn? Ja, Hilfe. Ah. Nee, bleib mal hier. So, wir gehen hier ganz entspannt weiter. Oh. Los. Sehr gut. Iota, du bist der König. Und du bist gleich da. Und wir gehen natürlich weiter weg von der Sonne. Wir wollen wieder. Ja. Gott, hauptsächlich muss ich nicht reagieren. Zwischen den Seiten. Okay. Ich bin jetzt auch gerade mal etwas ruhiger als normal, weil ich das hier gerade so ein bisschen auf mich wirken lasse. Weil ich das eigentlich alles ziemlich schön finde, was ich hier sehe. Es hat alles so eine beruhigende Stimmung hier. Alles ganz entspannt. Man merkt so ein bisschen, hier ist jetzt gerade nichts, was mich töten möchte. Das finde ich ganz gut. Außer die Kamera natürlich, die will mich töten. Die will mich ständig töten. Aber ich würde sagen, lasst es euch auch ein bisschen auf euch wirken. Ja, wie gesagt. Außer die Kamera, die will mich töten. Aber ja, lasst es ruhig ein bisschen auf euch wirken. Denn so wie es aussieht, könnte das fast der letzte Teil sein. Och, Iota. Oh, meine Güte hier. Oh Gott. Das habe ich überlebt? Wie das denn gemacht? Glück muss man haben, würde ich sagen. So. Nee, das war schlecht. Das war eine richtig dumme Idee. Aber wie soll ich denn da rüber? Kann ich nicht hier einmal weiter? Nee. Das soll was werden? Ach so, kann ich den wieder einsetzen? Ja, natürlich kann ich den wieder einsetzen. Ja, aber nicht so doll. Jota, nicht so doll. Ich würde es halt auch gerne auf mich wirken lassen. Ich kann es nicht auf mich wirken lassen. Weil ich hier ständig drauf gehe. Weil ich hier ständig drauf gehe. Ey, ich mache hier gleich einen Schnitt, ey.
Ey, was ist das jetzt für eine richtig hässliche Passage? Das ist gut, der hier leben bleibt. So Leute, kurzer Schnitt. Wir sehen uns wieder, wenn wir auf der anderen Seite sind. So Leute, da sind wir wieder. Wir haben es tatsächlich rüber geschafft nach geschätzten 5 weiteren Minuten. Das war eben eine richtig nervige Stelle. Deine Geschichte wird gut werden. Vertrau mir. Ich kenne mich aus. Das Buch. Hey, könntest du vielleicht ein Foto für meinen Einband machen? Da. Nimm doch einfach das hier. Nein, nehmen wir natürlich nicht. Ja, machen wir. Stativ. Jota von hinten nenne ich das Buch. Das finde ich sehr gut. Jo. Ah, sehr gut. Genau das Richtige. Für nur noch der letzte Schliff. Oh ja, perfekt. Das ist der letzte Schliff, ey. Oh, sehr passend. Danke. Was willst du denn hier? Hey, Wesen. Denk dran, dass du... Oh. Hör auf mit deiner blöden Begleit-App. Nein, ich wollte dich schmeißen. Was ist das denn schon wieder für die Kamera? Oh, natürlich schnapp ich. Natürlich darf ich hier unten anfangen. Oh Gott. So. Jetzt sind schon ganze Bücher Stapel hier. Nämlich rumrennen. Ach Gott, wir rollen runter. War das richtig? Ich sehe schon. Ja. Nein. Oh, früher sind die immer oben geblieben. Früher war der Wetter aber mal mächtig. So. Oh, das war knapp. Oh Gott. Nein. Ich hab das Loch doch gesehen. Ach, guck mal, ihr bleibt unten oder was? So. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ey, dann laufe ich 10 cm nach vorne. Und natürlich kriegt Yoda denn den Scheißsprung nicht. Bitte führen Sie mich nach oben, danke. Ich gehe hier gefäß in die andere Richtung. Ich glaube, das ist der Witz. Gute Chance für die Drehung. Hier, perfekt. Ganz gut aus. Schon sind wir drüben. Ach Gottchen. Das ist gut aufschlagen. Ha! Ich weiß, wie der Hase läuft.
Vorsicht! Die kommenden Seiten sind tückischer. Folge der Tinte. Ja, das mache ich. Aber, wie auch immer das zu mir gesagt hat gerade. Ist doch niemand. Nur jetzt nochmal dieses Geschenk hier. Und dann beenden wir nämlich diesen Teil. Und machen in der nächsten Folge weiter. Und vertagen das Ende dieses Spiels. Nämlich auf die nächste Folge. Wenn es wieder heißt, Terraway Unfolded.